Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Kampfschiffe in Elite Dangerous. Wir gehen die meisten Schiffe durch und ich werde euch sagen, welche ich euch für den Anfang aus eigener Erfahrung empfehlen kann und welche eher weniger. Ich werde euch auch die größeren Kampfschiffe kurz mal vorstellen und zeigen, welche ich selber auch habe. Und ja, damit würde ich sagen, lasst uns gleich loslegen. Genau. Um die Schiffe kaufen zu können, muss man natürlich auf Sternhafendienste gehen und auf die Werft. Ich bin jetzt in Diaguandri. Das ist ein besonderes System. Hier könnt ihr den Namen sehen, falls ihr nicht findet, oben links. Diaguandri, das ist ein System, wo du viele Schiffe billiger bekommst. Welche können wir, schauen wir uns das gleich an. Gut. So, Werft. Okay, den Sidewinder ist natürlich das Standardschiff, das jeder von Anfang an immer bekommt. Ist halt ein Standardschiff, was man bekommt. Ist jetzt nichts Besonderes für den Kampf. Für den Anfang ist es jetzt nicht schlecht. Aber die billigere Option und um einiges besser ist wirklich diese Igil. Viel, viel schneller, wendiger. Du kannst wirklich damit auch größere Schiffe ausschalten, weil die sehr, sehr, sehr flott und wendig ist. Dann weiter zur Viper MK3. Schönes Schiff. Alles, was mit Viper MK anfängt, ist wirklich, kann man auch benutzen. Es benutzen auch, wie man sieht, oft die Leute, also oft die KIs, also die Systeme in Polizei im Endeffekt. Gutes Schiff zum Kampf für den Anfang. Schnell, wendig, relativ viel Feuerkraft. Wirklich echt eine gute Option. Hier haben wir dann gleich den weiteren Viper MK4, ein bisschen weniger wendig, dafür mehr Feuerkraft. Der Diamond Scout ist eher zum Ding geeignet, kann man aber auch ausprobieren. Besser wäre die Diamond Explorer, um einiges besser. Dann die Dolphin nicht. Genau, hier haben wir ihn nämlich, den Diamond Explorer, auch auf jeden Fall zum Kampf geeignet. Ist aber auch Ansichtssache. Es ist eher zur Erkundung ausgelegt, aber auch durchaus gut zum Kampf geeignet, weil es ist sehr, sehr wendig, wie man sieht, also auch sehr rund und hat auch relativ viel Feuerkraft. Genau, die Keelback habe ich am Anfang als Anfänger auch sehr gern benutzt, weil das war das erste Schiff, wo man einen Fighter einbauen konnte und dieser Fighter unterstützt natürlich sehr. Dazu gibt es aber nochmal irgendwann ein extra Video, das dauert aber leider noch. Die Asper Scout und die Asper Explorer. Das war danach das Schiff, was ich auch empfehlen kann. Viel Feuerkraft, relativ wendig, aber also der Vorteil ist wirklich, dass es relativ viel Feuerkraft hat im Vergleich. So, jetzt kommen wir die teure Preisklasse, aber bevor wir da hingehen, möchte ich noch mal ein paar Schiffe nennen. Es gibt natürlich auch noch die Cobra MK3. Das ist so ein flaches Schiff, relativ. Das gibt es jetzt leider hier nicht. Aber das ist wirklich, das würde ich euch noch empfehlen. Das liegt ungefähr hier so in der Preis, so ein bisschen teurer als das hier, so in der Preisklasse ungefähr. Das ist wirklich mein Favorite Ship. Wirklich super stark, wendig. 1A, diese Cobra MK3 oder MK4, beide super. Dann, was noch eine bessere Option als die Keelback oder der Asper Explorer ist, die Vulture. Das ist so ein dickeres Schiff, hat nur eins oder zwei Aufhängungen, wenn ich mich richtig entsinne. Und aber dafür Massen an Feuerkraft, also große Aufhängungen, super echt. So, natürlich, jetzt kommen die größeren Schiffe. Bevor man zu denen kommt, das sind hier schon 42 Millionen, gibt es noch die 20 und 30 Millionen Variante, die Federal Gunship, auch nicht schlecht, dafür sehr, sehr schwer, also sehr eher so wie ein Wal, kann sich nicht so leicht bewegen und das Federal Ausschallschiff. Dann die Federal Delance. Da gibt es bessere Optionen, muss ich sagen. Ist überhaupt nicht mein Chip. Ja. Die Mamba, sehr, sehr schnell zum Kampf. Auch nicht schlecht, hat aber nicht so viel Feuerkraft. Die Python ist fast das bessere Schiff im Vergleich zur Federal Delance oder Mamba. Super Feuerkraft, wendig und so weiter. Also das ist wirklich ein Schiff, was du so als Mittelklasse sehr, sehr gut
benutzen kannst. Was ich dir auch noch empfehlen kann, ist die Krait MK2 oder die Krait Phantom, aber eher die Krait MK2. Auch kommt auch an die Python ran, super Schiff. Die Alias Chieftain und Challenger sind noch ein bisschen billiger. Das sind so Schiffe, die wurden eher für die Guardians ausgerichtet. Und sind auch super Schiffe, muss man sagen. Kann man wirklich überhaupt nichts dagegen sagen. Und ja, dann schauen wir mal noch weiter. Die Typ 9 Heavy ist überhaupt nicht dafür geeignet. Der Beluga Liner habe ich auch schon einige Leute getroffen, die den benutzt haben. Kann ich euch persönlich aber nicht zum Kampf empfehlen. So, bevor wir jetzt aber noch zu einer der teureren Preisklassen kommen, das werde ich wahrscheinlich noch im Extra-Video behandeln, gibt es noch eine billigere, nämlich die Typ 9 Defender. Kein schlechtes Schiff auf jeden Fall. Kann ich euch empfehlen. Schönes Schiff. Bloß ist es halt sehr, sehr, sehr schwer zu wenden und es ist sehr lahm im Endeffekt. So, das war es jetzt auch erstmal mit den kleineren Schiffen und der Mittelklasse. Die großen Schiffe und meine eigenen Schiffe behandeln wir in einem anderen Video, wahrscheinlich im nächsten. Schaut euch das auf jeden Fall an, lasst ein Like und ein Abo da und dann bis zum nächsten Samstag oder Sonntag. Dort geht es dann um die wirklich großen Schiffe, da zeige ich euch dann auch meine. Und damit habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.